Der Basti hat jetzt hier eine Twinstar in der Luft. Erzähl uns mal ein bisschen was zum Modell. Das ist eine stinknormale Twinstar mit zwei Brushless-Motoren mit 680 kV, zwei 10 Zoll Latten dran und zwei 2200er Akkus. Und im Moment verbrauche ich 3 Ampere, um in der Luft zu bleiben. So wenig? Ja. Und die Flugzeit ist ja enorm, ne? Jetzt sind es 35 Minuten. 35 Minuten ist... Und jetzt sind es 3100 mA sind raus. Wahnsinn. Ich wollte sagen, Mensch, wir stehen ja hier schon eine Weile und die Maschine schwirrt hier pausenlos in der Luft rum und... Ich wusste, dass es irgendwann auffällt. Ja, mich hat es gewundert. Wir hatten gerade die gelbe gefilmt und da bist du hier schon rumgeschwirrt und jetzt schwirrst du immer noch rum und... Wahnsinn. Nee, irgendwie passt das mit den langsam drehenden Motoren. Die hatte ich übrig vom Quadrocopter. Aha. Mit den großen Luftschrauben zusammen. Scheint wohl sehr effektiv zu sein. Das Fahrwerk habe ich mir nur drunter gebastelt, weil ich keinen Bock hatte, auf dem Bauch zu landen. Ja. Also eine Twinstar mit Fahrwerk. Genau. Abnehmbar das Fahrwerk? Oder abschraubbar. Aber abschraubbar. Mache ich nicht. Ich habe da eine Verstärkungsplatte drunter, dass die Kräfte ein bisschen verteilt werden und dann einfach aus ein Stück Alu-Bogen. Auch schön getroffen vom Schwerpunkt her. Aha. Jedenfalls rollt sie gut und startet auch gut. Die Landung gucken wir uns aber noch an. Soll ich dir Bescheid sagen dann? Ja. Oder willst du durchfilmen bis dahin? Ich weiß nicht, wie viel Platz. Na, wie viel Flugzeit ist denn jetzt noch? 25 Minuten. Noch 25 Minuten. Okay, wir werden das Video an der Stelle jetzt hier unterbrechen und jetzt gibt es einen kleinen Cut und dann sehen wir die Landung. Landung!